Ein besserer Betriebsausflug auf die Mittelmeerinsel Malta. Zwei leichte Spiele gegen La Valletta, 5:1 und 8:0. Geradezu zugeschnitten auf Lothar Emmerich, der gleich in der ersten Runde 6 Treffer erzielte. Der raubeinige Armeeklub ZSKA Sofia war schon ein dickerer Brocken. Etwas glücklich, aber verdient, Dortmund wieder eine Runde weiter. Im Viertelfinale dann eine noch schwerere Hürde, Atletico Madrid. Und Willi Multhaupt äußerte sich vor dem Spiel eher wie ein Rittmeister. Nun geht es dem Ende zu. Wir können nicht mehr viel machen. Die Spieler sind bestens vorbereitet. Und wie man so sagt, sie sind gesattelt, aber reiten müssen sie jetzt von selbst. Und sie ritten gut. 1:1 durch Lothar Emmerich nach 90 Minuten. Knapper Sieg für Dortmund im Rückspiel. Das Halbfinale. Ein schweres Los gegen den Europacup-Sieger West Ham United. Mit den späteren Weltmeistern Bobby Moore, Geoff Hurst und Martin Peters. Bis 3 Minuten vor Schluss führten die Engländer. Dann war Emma wieder da. 1:1. Die Terrible Twins, die schrecklichen Zwillinge, so wurden Held und Emmerich genannt, setzten doch einen drauf. Sololauf von Sigi Held, Emmerich 2:1 für Dortmund. Macht sie fertig, Dortmund vor, noch ein Tor, noch ein Tor. Ja, BVB, ja, BVB, ja, die Jungen. Die Fangemeinde wurde immer größer und auch die Sangesfreuden immer internationaler. Ciao, 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 BVB. Rock, rock, rock and twist, twist, rock, rock and roll, roll, rock, rock and twist, twist. 5. Mai 66, die Fußballwelt schaut nach Glasgow, das Finale im Hampden Park. Hier sehen wir also das Innentrio der Dortmunder, Schmidt, Held und Sturm, der sich natürlich gleich nach rückwärts orientieren wird, wie das bei der Taktik von Dortmund immer der Fall ist. Hier sehen wir Assauer und ich werde Ihnen jetzt die Spieler einzeln vorstellen, damit Sie sehen, was hier auf dem Spielfeld los ist. Milne, der rechte Läufer, St. John und der erste Ausball. Einer der großen Dribbler der Mannschaft, wieder Thompson mit der Nummer 11. Hervorragender Außenstürmer, Thompson. Und rechts außen Callaghan. St. John. Aki Schmidt. Held gegen Smith, sehr schön. Held. Immer noch Held. Und jetzt kommt da Halbzeitpfiff, Spielstand zwischen Borussia Dortmund und dem FC Liverpool 0:0 nach einem dramatischen Spiel in der ersten Hälfte. Und es überrascht uns bei der Stadionpause für Sie, Pause für uns. In wenigen Augenblicken beginnt die zweite Hälfte des Europapokal-Endspiels der Pokalsieger. Zweier Mannschaften, die sich taktisch so ähnlich sehen und die wirklich auf jede Chance lauern und sie herausspielen wollen. Wir sind gespannt, ob die Liverpooler jetzt wieder so furios starten wie in der ersten Hälfte. Das ist Milne, der Außenläufer, der diesen Fehlpass gebracht hat, Held gegen Yeats wieder. Da müsste der Pass kommen zu Held, da ist er. Und Tor! Das 1:0 für Borussia Dortmund. Ich sprach eben noch von einem Konterschlag. Da war er. Die 61. Spielminute. Ein geglücktes Ballstaffettchen. Eine wundervolle Flanke hinterher, steil, Held in die Gasse, Tor. Das ist das, was Sie gesehen haben und das ist das, was natürlich hier die 2000 Zuschauer, die aus Deutschland gekommen sind, in Begeisterung versetzt in der 61. Spielminute.
Held steht abseits bei dieser Aktion, zeigt der Linienrichter an. Und ich hoffe, Sie haben ein besseres Bild als ich im Stadion im Augenblick. Bei mir ist der Kontrollempfänger ausgefallen, aber ich hoffe, unser Bild kommt bei Ihnen gut an. Das würde mich freuen und wäre die Hauptsache. Rafsauer. Kurat, Zyliaks und Stevenson. Milne, Smith. Thompson. Er geht jetzt direkt durch den Gegner durch, nicht mal ihm vorbei. Thompson immer noch. Hand und Tor. 1:1. Das war Roger Hunt, der Halbstürmer von Liverpool, nach diesem prachtvollen Slalomlauf von Thompson. Die Dortmunder reklamieren und was jetzt auf dem Platz los ist, das können Sie im Augenblick im Bild noch nicht sehen. Es ist völlig überflutet von Anhängern des FC Liverpool. Das kennen wir schon von der Anfield Road in Liverpool. Und das spricht nicht für die sonderlich gute Disziplin, wohl für die Begeisterung und die Begeisterungsfähigkeit. Aber das ist halt nicht die Art und Weise, was wir wünschen. Wir gönnen jedem sein Tor, aber den Anhängern gönnen wir genauso ihren Platz auf den Stehrängen. Und geben wir zu, es war ein schönes Tor, das von Thompson prachtvoll vorbereitet und von Halbstürmer Hand aus kurzer Entfernung ebenso kaltblütig verwandelt wurde. Richter nicht akzeptiert. Es geht weiter beim Stande von 1:1 zu spielen, noch 20 Minuten. Und wieder Smith. Viel Spielraum. Und eine große Aktion von Tilkowski. Eine große Reaktion. Der hätte genau gepasst. Schon eine Minute länger gespielt wird. 91 Minuten. Und das Spiel geht weiter. Kein Foulspiel hat der Schiedsrichter gesehen. Und hier hat Hunt die Chance. Und St. John und Tilkowski hat gehalten. Das waren Sekunden kurz vor dem Abpfiff, da Roger Hunt noch einmal an den Ball kam. Und da wir dachten, jetzt sei also doch noch die Erfahrung im Glasgow Hampden Park. Der dramatischen Begegnung. Dritter Teil beginnt. Oh, eine schwierige Situation. Wir sehen Smith und St. John, Verteidiger Redder und Byrne, Callaghan und am Boden liegt immer noch Assauer. Der Schiedsrichter hat das Spiel nicht unterbrochen und auf diesem regennassen Rasen jetzt zu liegen schon seit anderthalb Minuten ist eine Zumutung. Man sollte das Spiel nicht an ihm vorbeigehen lassen, sollte den Ball doch ins Ausschlagen. Ist die Mannschaften machen, die taktisch versiert sind, einfach den Ball ins Ausschlagen, das Spiel ist unterbrochen und der Mann kann behandelt werden.
Da ist ein Wild Assauer, der sich nicht mehr auf den Beinen halten kann. Ob es auch bei ihm ein Wadenkrampf ist, das ist... Denn auch Assauer wurde über eine Minute behandelt. Das ist ein ganz gefährlicher Ball, der da herunterkommt. Borussia Dortmund, der Spielstand aber 1:1. St. John. Und vorbeigeschossen. Sie gehen unter in diesem Tornado von Anfeuerungsrufen. Der in den Angriff mit vorgeht. Smith ist ein Mann, den man sich merken muss und der in der englischen Nationalmannschaft auch sicher eines Tages wieder auftauchen wird. Jetzt hat Held seine Möglichkeit und trifft nur den Kopf von Lawler. Die Buders Ball senkt sich ins Tor! Ins Tor! Ins Tor! Es ist unglaublich. Die Buders Ball senkt sich ins Tor zum 2:1 für Borussia Dortmund in der Verlängerung in der 106. Spielminute. Nun haben wir also gesagt, der Buder hat keinen Abschluss und die Bälle kommen nicht richtig und der kam wie angemessen in den Winkel. Nach dieser Einzelleistung von Held, der guten Parade von Tota Lawrence, man muss das ja noch einmal an sich vorbeiziehen lassen, weil es ja so dramatisch ist, dass man wirklich die Dramatik gar nicht mehr höher schrauben kann als in diesem Augenblick. Der Schlusspfiff ist da. Borussia Dortmund gewinnt den Europapokal. Und das ist zweifellos einer der größten Stunden in der Geschichte von Borussia Dortmund und einer der größten Stunden in der Geschichte, die deutsche Fußball hat. Denn zum ersten Mal gewinnt eine deutsche Mannschaft den Europapokal. Er schien für die deutschen Mannschaften eine Fata Morgana zu sein. Ein Trugbild, das verschwindet, sobald man zupacken will. Wie immer, wenn die Dortmunder Borussia von einer Flugreise zurückkehrt, klatschten zunächst die Spieler der erfolgreichsten deutschen Nachkriegsfußballmannschaft. Beifall beim Aufsetzen der Maschine. Dann aber erhielt der frisch gebackene Europapokalsieger Beifall von seinen vielen, vielen Freunden. Und das hier, meine Damen und Herren, ist der Pokal und ist der Kapitän der Pokalsiegermannschaft, Wolfgang Paul. Herr Paul, war es für Sie in der Abwehr als nicht nur längster, sondern auch überragender Spieler der Abwehr das schwerste Spiel? Ja, ich möchte sagen, es war wohl mein schwerstes Spiel. Ich habe diese Worte vor einigen Wochen hier schon mal gesagt, aber dies war wohl die absolute Krönung meiner bisherigen Laufbahn. Wie war die Stimmung unmittelbar nach dem Spiel bei Ihnen? Ja, Sie können sich vorstellen, ganz großartig. Und glauben Sie, dass jetzt beflügelt durch diesen Europapokalsieg auch der neue deutsche Fußballmeister Borussia Dortmund heißen kann und wird? Wir wollen es natürlich versuchen und wir werden alles dran setzen, das zu schaffen. Schwarz-gelbe Blumen gibt es noch nicht, aber ein schwarz-gelbes Blumengebinde in der Hand trägt jetzt der Meistermacher, wie er genannt worden ist und jetzt etwas bedrängt wird, Willy Multaub. Herr Multaub, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ja, es war sehr anstrengend, denn wir haben ja letzten Endes eine hervorragende Mannschaft geschlagen, dann noch die Verlängerung und es hat schon etliche Kraft gekostet. Aber wir waren in einer so hervorragenden Kondition, dass wir zum Schluss, ich behaupte, mehr drauf hatten als der Gegner. Hatten Sie selbst mit diesem Sieg gerechnet? Ja, wir haben uns so wunderbar vorbereitet. Wir hatten ein so herrliches Trainingsquartier direkt an der See gelegen, vor einem Golfplatz in unmittelbarer Nähe. Wir hatten dort Gelegenheit, auf dem Golfplatz zu trainieren, ein herrlicher Rasen. Das hat natürlich die Spielfreudigkeit, auch die Kondition der Mannschaft, enorm gefördert. Und wir haben auch Golf gespielt, ein paar Schläge gemacht, natürlich versuchsweise. Und ich war davon überzeugt, dass die Mannschaft in Bestform antreten würde.
das, was hinter Ihnen liegt, war strapaziös, aber ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das, was noch kommt an Ehrungen für Sie in Dortmund, wird auch nicht gerade nicht anstrengend sein. Ja, das passt uns eigentlich nicht so in den Kram hinein. Eigentlich müsste heute Schluss sein mit der Saison, aber wir wollen ja auch noch das zweite Ziel erreichen, das heißt die deutsche Meisterschaft, den Titel wollen wir noch holen. Und da heißt es natürlich arbeiten und man kann eben nicht so viel feiern. Aber man kann es auch nicht ablehnen, denn die Bevölkerung, ich bin überrascht, dass hier schon so ein riesengroßer Empfang ist und dann kann ich mir auch